Hallo und herzlich willkommen bei die Autotester, heute aus Spanien mit dem niegelnagelneuen Cupra Terramar. Der Terramar wird seitens Cupra definiert als sportliches SUV und wir wollen heute mal rausfinden, wie sportlich ist er eigentlich wirklich, denn wir fahren den Plug-in-Hybrid und ob der das Versprechen einlöst, das probieren wir heute aus. Außerdem reden wir natürlich über die Ausstattung und die Preise, wir sprechen über den Innenraum, das Platzangebot, den Fahrkomfort und vieles, vieles mehr. Mich würde es freuen, wenn ihr dranbleibt, denn jetzt geht's ab auf die Straße im neuen Cupra Terramar. Unser Testwagen wird als Plug-in-Hybrid angetrieben von einem 1,5 Liter Benziner und der leistet hier im Fahrzeug 130 kW bzw. 177 PS, wird allerdings unterstützt von einem 85 kW starken E-Motor und damit gibt Cupra die Systemleistung an mit 200 kW bzw. 272 PS und zudem sollen wir hier insgesamt bis zu 400 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung haben. Die Kraft wird über ein sechsstufiges Doppelkupplungsgetriebe übertragen auf die Vorderräder und so ausgestattet soll unser Terramar in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit, die wird angegeben mit 215 km pro Stunde. Trotz dieser Leistungswerte soll der Verbrauch liegen bei 0,4 bis 0,5 Liter je 100 gefahrene Kilometer plus 17,6 bis 19 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Was unser Fahrzeug tatsächlich verbraucht bzw. was es anzeigt, dass es verbraucht, das schauen wir uns zum Ende unserer Fahrt nochmal an. Unser Cupra Terramar, der ist 1,87 Meter breit ohne Außenspiegel. Wenn wir uns das Auto von vorne anschauen, ist der sofort als Cupra zu erkennen. Und das nicht nur wegen des großen Cupra-Logos auf der Haube, sondern auch von der Gesamtoptik her. Wir haben zum Beispiel hier das Auto stark unterschnitten. Das ist dieses Shark Nose, gibt dem Wagen einfach mehr Kraft von vorne. Haben dann darunter den großen Lufteinlass und dann hier einen geschlossenen Bereich und dann unten nochmal einen sehr großen Lufteinlass und dann hier die scharfe Abrisskante. Und hier dann an der Seite eben diesen zusätzlichen Lufteinlass nochmal. Alles eben in dieser Kontrastfarbe, um das Ganze hervorzuheben. Und damit steht er von vorne schön breit und kraftvoll auf der Straße. Die Scheinwerfer dann auch wieder typisch Cupra, super schmal gezeichnet. In der Basis übrigens schon ein LED ausgeführt. Optional gibt es auch das sogenannte Matrix-LED-Licht. Und die haben natürlich wieder diese dreieckige Tagfahrsignatur, die wir auch von anderen neuen Cupra-Modellen kennen. Wenn wir an die Seite gehen, da gibt es in der Basis schon 18 Zoll Aluräder. Optional könnt ihr bis zu 20 Zoll Felgen bestellen. Die haben wir hier auch drauf. Ich finde, die sollten es schon sein. Die geben dem Auto an der Seite einfach ein bisschen Kraft, den richtigen Stand, den so ein Cupra braucht. Der Wagen ist jetzt 4,52 Meter lang, hat einen Radstand von 2,68 Meter und eine Höhe von 1,59 Meter. Für so ein SUV in dem Segment keine ungewöhnlichen Maße und das gilt auch für die Proportion. Wir haben eine relativ lange Motorhaube, haben eine flache Frontscheibe, haben ein fast gerade laufendes Dach, das hier hinten leicht abfällt und das endet in dem großen Dachkantenspoiler mit diesen seitlichen Flaps. Was mir hier ganz gut gefällt, wir haben die Fensterrahmen glänzend im Schwarz im oberen Bereich und das läuft auch hier durch in diese seitlichen Flaps hinein, finde ich ein sehr schönes Designelement. Dann gibt es an der Seite nochmal hier unten einen Schweller, der ist relativ dezent gehalten und bei uns die Außenspiegelkappen auch wieder in dieser Kontrastfarbe. Auch das ist nochmal ein extra Hingucker und dann natürlich die Seitenscheiben ab der B-Säule abgedunkelt. Wenn wir da hinten schauen, sehen wir zum einen, wir haben hier ein schön weit rausgestelltes hinteres Rathaus, das sorgt an der Seite nochmal für Kraft und dann am Heck oben, wie schon gesagt, der große Dachkantenspoiler, dann eine fast schwarz getönte Heckscheibe und dann auch wieder typisch für die neuen Cupra-Modelle hier der durchlaufende Leuchtleiter mit dem beleuchteten Cupra-Logo in der Mitte. Dann haben wir Rückleuchten, sind bereits in der Basis schon in LED ausgeführt und das Ganze ist hier wieder stark unterschnitten und sorgt da auch wieder für mehr Kraft, für mehr Dynamik. Was natürlich nicht fehlen darf, ist der Cupra-Schriftzug auf dem Heck. Und weiter unten haben wir dann hier nochmal glänzende Schwarz, dann wieder in Kontrastfarbe ausgeführt, sowohl den großen Diffusor wie auch hier die angedeuteten Endrohrblenden. Das ist allerdings leider nur Fake, aber nichtsdestotrotz verfehlt das seine Wirkung nicht. Und ich finde, so steht dieser Cupra Terramar genauso auf der Straße, wie man es von einem neuen Cupra SUV erwarten darf. Aber wie gefällt euch das Design? Ist das was, was ihr mögt oder eher nicht? Schreibt doch mal einen Kommentar. Im Innenraum unseres Cupra finden wir einen wirklich interessanten Materialmix. Das fängt zum Beispiel an hier oben bei der Tür, im oberen Bereich Soft Touch, dann hier den inneren Bereich auch. Dann gibt es hier so einen kupferfarbenen Einleger, darunter immer noch Soft Touch. Dann haben wir hier den inneren Bereich oberhalb des Türgriffs, das ist Kunststoff, der Türgriff selber ist bespannt und wir haben natürlich eine weiche Armauflage unten, die Ablagen, das ist dann natürlich Hartplastik. Das Armaturenbrett ist großflächig Softtouch, davor gibt es hier eine Schiene, die geht über die ganze Fahrzeugbreite, das ist so eine strukturierte Oberfläche, ist aber Hartplastik. Dann gibt es hier hinten noch so einen Schwung um die Lüfter herum und in den Lüftern haben wir wieder ein kupferfarbenes Element, sieht, wie ich finde, sehr ordentlich aus. Davor haben wir wieder über die ganze Fahrzeugbreite einen Bereich, der ist Softtouch und dann das Handschuhfach, das wäre Hartplastik. In der Mitte finden
finden wir im unteren Bereich Soft Touch, aber hier oben diese Spange, die ist dann wieder Hartplastik. Allerdings sieht das tatsächlich gut aus und das Ganze ist schön Richtung Fahrer gedreht. Gefällt mir persönlich gut. Um die Becher halt darum gibt es nochmal einen kupferfarbenen Rahmen und das gleiche gilt auch hier um die Bedienelemente in der Mittelkonsole herum. Dann haben wir, wie gesagt, eine weiche Armauflage und wenn wir uns das Lenkrad anschauen, das ist ein schöner weicher Lenkradkranz mit einer sauber gearbeiteten Ziernaht, natürlich in Kupferfarben. In der Mitte das große Cupra-Logo auf dem Lenkrad. Rechts und links, die Bedienelemente sind komplett in mattem Schwarz gehalten, aber auch hier gibt es wieder Cupra-typisch diese Kupferstreben und dann haben wir auch um diese Satelliten herum nochmal einen Rahmen, der kupferfarben ist und so wirkt das Lenkrad, wie ich finde, wirklich sehr ordentlich. Die Sitze sind bei uns Ton in Ton gehalten, liegt einfach daran, dass wir die Lederausstattung mit an Bord haben, aber auch die sind wirklich sauber und ordentlich gearbeitet und da gibt es überhaupt nichts, worüber man sich beschweren müsste. Und deswegen finde ich, dass dieser Innenraum wirklich gut zu dem Cupra passt. Vor allem, dass alles ein bisschen mehr Richtung fahrerorientiert ist, gefällt mir persönlich gut. Und deswegen gibt es für den Innenraum von meiner Seite klar einen Daumen nach oben. Zum Marktstart wird es für den Cupra Terramar drei unterschiedliche Motorisierungen geben. Den Anfang macht hier ein 1,5 Liter ETSI, das heißt, wir reden von einem Benziner als Mildhybrid und der leistet maximal 150 PS. Dann gibt es noch einen 2 Liter TSI, das ist ein Fahrzeug, das bietet dann bis zu 265 PS und vor allen Dingen Allradantrieb, während dieser ETSI frontgetrieben ist. Frontgetrieben ist auch unserer, der sogenannte 1,5 Liter E-Hybrid und hier sprechen wir von einem Antriebsstrang mit einem 1,5 Liter Benziner an Bord mit 177 PS, der von einem 85 kW starken E-Motor unterstützt wird und damit haben wir hier eine angegebene Systemleistung von bis zu 272 PS. Wichtig ist übrigens, dass wir auch hier wieder ein Doppelkupplungsgetriebe an Bord haben. Allerdings nicht wie bei den anderen mit 7 Stufen, sondern hier nur mit 6 Stufen und auch dieses Fahrzeug ist frontgetrieben. Dann sollen aber noch 2 weitere Motorisierungen folgen, nämlich ein 2 Liter TSI, dann mit 204 PS und ein schwächerer Plug-in-Hybrid, der dann auch eine Systemleistung von nur 204 PS bietet. Das Schöne bei den Plug-in-Hybriden ist, unserer zum Beispiel soll über 100 Kilometer rein elektrisch fahren können. Zur Basisausstattung im Cupra Terramar gehören unter anderem Dinge wie eine Klimatronik, wie die Sportsitze vorne, aber zum Beispiel auch das Multifunktionslenkrad, das volldigitale Cockpit, das große Touchscreen fürs Infotainment-System, Apple CarPlay, Android Auto, digitales Radio und auch die induktive Ladeschale sind Teile des Serienumfangs. Man kann natürlich mehr fürs Fahrzeug bekommen, das geht über höhere Ausstattungslinien, aber auch über Einzeloptionen und Pakete. Und das sind dann Dinge wie zum Beispiel ein Head-Up-Display. Es gibt das große Panorama-Glasdach, es gibt auf Wunsch ein adaptives Fahrwerk, es gibt aber zum Beispiel auch eine Sennheiser-Audioanlage, eine Anhängerkupplung und vieles mehr, was man fürs Fahrzeug bestellen kann. Unter anderem zum Beispiel auch beheizbare Sitze vorne inklusive Memory-Funktion. Also man muss im Grunde um diesem Fahrzeug auf gar nichts verzichten. Man muss aber leider wie so oft für diese schönen Dinge dann eben extra bezahlen. Jetzt schauen wir doch mal, was unser Terramar zum Thema Infotainment und Cockpit zu bieten hat. In der Basis habt ihr vor euch immer ein 10,25 Zoll großes, volldigitales Cockpit. Das empfängt euch mit einer Standardansicht mit 2 Rundinstrumenten und zusätzlichen Informationen in der Mitte. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Informationen in der Mitte anzupassen. Das geht relativ einfach hier über das Drehrad am Lenkrad. Da könnt ihr Fahrdaten und Ähnliches ansehen oder eine Karte im Hintergrund einblenden oder aber auch zum Beispiel die Assistenz- und Sicherheitssysteme sehen. Was ihr aber auch könnt, ihr könnt die View-Taste benutzen und damit diesen Look komplett verändern, nämlich die Rundinstrumente reduzieren oder aber die Rundinstrumente komplett wegnehmen. Und natürlich gibt es auch hier, wir fahren im Cupra, den großen Drehzahlmesser in der Mitte. Meine absolute Lieblingsansicht. Zusätzlich haben wir hier bei uns noch das Head-Up-Display mit an Bord. Das bietet uns alle wichtigen Informationen zum Fahren. Natürlich Informationen aus der Verkehrszeichenerkennung, von den Assistenzsystemen im Allgemeinen und selbstverständlich auch alles, was wir zum Thema Navigation brauchen, wird dort unter anderem dargestellt. Dann haben wir hier in der Mitte einen 12,9 Zoll großen Touchscreen mit an Bord, auch serienmäßig. Und der empfängt uns mit einem klassischen Startbildschirm, mit einer großen Karte, mit zusätzlichen Einklinkern. Was mir hier gut gefällt, ich kann hier einfach bestimmen, was ich dort sehen möchte. Und damit kann ich mir diesen Bildschirm wirklich so anpassen, wie ich mir das für mein Fahrzeug wünsche, damit ich immer genau das im Blick habe, was mir wichtig ist. Und ich kann hier oben auch noch Shortcuts einstellen und kann auch da sagen, ich möchte zum Beispiel da oben die Fahrprofile sehen, dann werden die dort zusätzlich angezeigt. Da könnte ich jetzt auch andere Dinge hinterlegen. Und damit komme ich sehr schnell an Dinge heran, die mir wichtig sind während der Fahrt und muss nicht lange suchen. Ich könnte hier auch wischen, dann habe ich nochmal einen weiteren Startbildschirm, hier auch nochmal aktuellen Informationen aus dem Hybridantrieb. Oder wenn ich alles sehen möchte, was das Fahrzeug bietet, gehe ich hier oben auf die Liste und kann hier genau sehen, welche Funktionalitäten mein Fahrzeug mir im Detail bietet. Und
Damit das Ganze noch ein bisschen schneller geht, wenn ihr zum Beispiel das Fahrzeug einstellen wollt, gibt es hier auch einen Shortcut dafür. Und da sehen wir die Fahrerassistenz, die Smart Assistance, die Fahrerwarnung. Und da haben wir zum Beispiel bei der Parkassistent auch wieder die Möglichkeit, unterschiedliche Dinge einzustellen. Das gleiche ist bei den Smart Assistant. Da sind doch ein paar dahinter, die uns Möglichkeiten bieten, das Fahrzeug auf uns anzupassen. Das gilt auch für das Thema Fahrerwarnung. Außerdem haben wir in diesem Bereich noch den Bereich der Fahrzeugeinstellung, nämlich aufgeteilt nach außen und nach innen. Was mir hier sehr gut gefällt, das ist wieder grafisch dargestellt und damit könnt ihr sehr schön schnell an Dinge herankommen, ohne dass ihr groß drüber nachdenken müsst, wo war jetzt gerade was, wie finde ich hier was. Das geht wirklich super schnell. Dann gibt es noch den Fahrzeugstatus, da ist alles okay und da gibt es noch die aktuellen Fahrdaten, Abstart, Langzeit und Abtanken und damit haben wir hier alles sehr schnell im Blick und sehr schnell im Griff, was mir richtig gut gefällt. Wir fahren ja aber im Plug-in-Hybrid und deswegen kann ich hier zum Beispiel auf das Thema Batterie und Laden klicken. Ich kann das Thema Laden einstellen, nämlich wie soll der Akku geladen werden, maximal oder eben nur zum Teil. Und ich habe hier auch noch eine sogenannte E-Info, wo ich die elektrische Reichweite sehen kann oder wenn ich möchte, auch während der Fahrt zum Beispiel den Energiefluss. Und dann gibt es hier auch noch Einstellungen, dass ich zum Beispiel beim Laden an der Wechselstromsteckdose den Ladestrom reduziere, um hier die Systeme zu schonen. Auch das wäre möglich und damit auch für diesen Bereich das Wichtigste, was man braucht. Die Bedienung ist, wie man sieht, einfach und geht schnell. Und was übrigens auch immer mit an Bord ist, was mir gut gefällt, ist Apple CarPlay und Android Auto. Und das Ganze auch kabellos. Das heißt, ihr müsst euch hier um gar nichts kümmern. Wir haben in der Basis schon eine induktive Ladeschale mit an Bord. Und damit brauchen wir eigentlich kein USB-Kabel mehr, um mit den Mobilgeräten hier alles das abbilden zu können, was wir wollen. Und so haben wir, wie ich finde, insgesamt ein System, das sehr modern ist, das mittlerweile deutlich stärker fahrerorientiert angebracht wird und das gut zu bedienen ist, das intuitiv funktioniert und vor allen Dingen während unserer Fahrt keinerlei Probleme gemacht hat. Das Platzangebot hier vorne im Auto, das ist völlig okay, auch für größere Fahrer wie mich. Ich bin 1,95 Meter lang, ich sitze aufrecht im Fahrzeug. Wie ihr sehen könnt, ich habe über dem Kopf noch ein bisschen Platz. Wir haben allerdings auch kein Panoramaglasdach an Bord, was natürlich dafür sorgt, dass wir ein bisschen mehr Kopfraum haben. Nichtsdestotrotz, ich habe genug Platz um die Schultern, ich habe genug Platz für die Beine und ich kann auch das Lenkrad wirklich vernünftig einstellen und damit fühle ich mich hier im Auto grundsätzlich schon mal wirklich gut aufgehoben. Der Sitz hier im Fahrzeug, der bietet wirklich sehr viel Komfort und der bietet im Grunde genommen genug Seitenhalt, es sei denn, ihr wollt dynamisch fahren, dann dürfte es gerne ein bisschen mehr sein. Zumindest, wenn man von einem Cupra spricht, sollte man die Möglichkeit haben, einen anderen Sitz zu bestellen, was aktuell leider nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz, wie viel Platz das Fahrzeug auf der Rückbank bietet, wenn jemand wie ich hier vorne sitzt, das schauen wir uns gleich separat nochmal an. Jetzt interessiert mich aber wirklich, wie viel Platz habe ich eigentlich hinter mir? Ich habe meinen Sitz natürlich nicht verstellt. So richtig großzügig sieht das gar nicht aus. Mal gucken. Und wie wir sehen können, so richtig großzügig ist das gar nicht. Ich passe so gerade eben hinter den Sitz mit meinen Knien. Das ist aber relativ hart hier und damit nicht super bequem. Für die Füße habe ich ausreichend Platz, das funktioniert. Und ja, für den Kopf habe ich auch genug Raum. Also an der Länge des Oberkörpers liegt es nicht, aber tatsächlich bei den Knien wird es knapp, wenn jemand wie ich vorne sitzt. Aber ich denke, für jemand 1,80, 1,85 Großes geht das locker. Und von daher ist es definitiv alltagstauglich. Immer mit an Bord im Cupra Terramar sind unter anderem ein Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung, eine Berganfahrhilfe, natürlich ein Notbremssystem, aber zum Beispiel auch die Einparkhilfe vorne und hinten, ein Tempomat, eine Rückfahrkamera oder die Verkehrszeichenerkennung gehören hier zum Basisumfang. Man kann natürlich mehr bekommen und das sind dann Dinge wie zum Beispiel ein adaptiver Tempomat. Es gibt den Spurhalteassistenten Plus, es gibt zum Beispiel aber auch den sogenannten Travel Assist inklusive Autobahnassistent und es gibt hier fürs Fahrzeug auch das sogenannte Trained Parken oder aber auch die aktive Unterstützung beim Parken, wo das Fahrzeug tatsächlich von alleine einparkt, wenn ihr den entsprechenden Knopf neben einer Parklücke drückt. Und somit habt ihr hier im Fahrzeug die Möglichkeit, in der Basis schon sehr ordentlich ausgestattet unterwegs zu sein. Allerdings könnt ihr natürlich gegen entsprechenden Aufpreis das Ganze nochmal aufwerten und den Wagen damit nochmals deutlich komfortabler, aber eben auch nochmals sicherer machen. Wir sind jetzt mit unserem Fahrzeug mal auf der Autobahn unterwegs, um mal zu schauen, wie er sich hier so schlägt. Zum einen ist das Thema natürlich Komfort und Ruhe, das andere ist aber auch das Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme. Wir fahren jetzt mit dem Travel Assist, der ist eingeschaltet. Bei uns ist die Geschwindigkeitsvorgabe, dass wir 100 fahren dürfen. Und da stellen wir das Auto auch jetzt mal drauf ein. Wir stellen fest, der verzögert sauber. Wir stellen vor allen Dingen fest, wir rollen auf ein langsameres Fahrzeug auf. Auch da wird das Auto automatisch langsamer. Ich gehe mal mit einem Blicker nach links.
Wir stellen fest, sobald wir die Spur verlassen haben, wird wieder beschleunigt, sodass auch das sauber funktioniert. Außerdem ist es sehr schön ruhig im Auto. Und wir stellen auch fest, dass das Fahrwerk einen wirklich guten Job macht. Was mir gut gefällt, ist auch die Spurführung funktioniert einwandfrei, sodass ich hier während der Langstrecke wirklich ideal unterstützt werde. Die Batterie unseres Plug-in-Hybrid-Antriebs, die hat eine Nettokapazität, die Cupra angibt, mit 19,7 Kilowattstunden. Und so sagt man hier, das Fahrzeug soll damit über 100 Kilometer rein elektrisch fahren können nach WLTP. Geladen werden kann der Wagen hier zum einen mit Wechselstrom. Hier bietet Cupra eine maximal angegebene Ladeleistung von bis zu 11 kW. Und das heißt, wir sollen hier an einem entsprechenden Ladesystem in rund 2,5 Stunden einmal komplett aufladen können. Was das Auto aber auch bietet, ist eine Schnellladefunktion. Das heißt, wir haben hier an einem entsprechenden Gleichstrom-Schnelllader eine maximale Ladeleistung von bis zu 50 kW, zumindest laut Datenblatt. Und damit sagt Cupra, wir sollen aufladen können von 10% auf 80% in nur 26 Minuten. Unser Terramar hat ein angegebenes Leergewicht von rund 1,9 Tonnen. Ist damit nicht super leicht, aber jetzt auch nicht extrem schwer. Und wir haben ja 272 PS Systemleistung aus unserem Plug-in-Hybrid-Antrieb. Und wenn ich jetzt mal kurz im Normalfahrmodus durchtrete, seht ihr, der schaltet kurz. Und dann schiebt er auch ganz ordentlich vorwärts. Ich habe aber trotzdem die Möglichkeit, hier im Fahrzeug aus anderen Fahrmodi zu wählen. Und das geht ja am Lenkrad. Und da kann ich zum Beispiel umschalten in den Sportmodus oder, wenn ich möchte, auch in den Cupra-Modus. Und dann habe ich eben noch mal mehr Kraft, die hier auf die Vorderräder übertragen wird. Und wenn ich in diesem Fahrmodus dann mal ausprobiere, was das Auto wirklich leistet, passiert Folgendes. Er wird deutlich lauter und er schiebt richtig schön vorwärts. Außerdem seht ihr hier, das Fahrwerk macht einen wirklich guten Job. Ihr könnt mit dem Wagen wirklich flott unterwegs sein. Die Lenkung ist schön direkt. Es macht wirklich Spaß, das Auto auch mal ein bisschen schneller zu bewegen. Das funktioniert alles sauber und vor allen Dingen vermittelt das immer ein gutes und sicheres Gefühl. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, auch das Ganze etwas anders anpassen, zum Beispiel in dem personalisierten Modus, wo ihr jeden Bereich des Fahrzeugs auf eure Bedürfnisse anpassen könnt. Und es gibt, wie gesagt, diesen Normalfahrmodus, in dem ich die meiste Zeit unterwegs war. Und da vermisst ihr auch nichts, denn auch da könnt ihr das Fahrzeug ruhig und entspannt fahren. Das bietet euch das Fahrwerk, da habt ihr sehr viel Komfort. Aber ihr könnt eben auch hier mal ein bisschen flotter durch eine Kurve fahren. Auch das funktioniert völlig problemlos und auch da beschleunigt er vernünftig raus. Von daher finde ich, dass der Cupra genau das bietet, was man sich von einem Cupra wünscht, nämlich auf der einen Seite das entspannte Fahren, dass ihr wirklich auch auf der Langstrecke gut unterwegs seid. Und auf der anderen Seite, wenn ihr es möchtet, auch einfach mal ein bisschen dynamischeres Fahren, ein bisschen Spaß haben. Und das ist für mich eben typisch Cupra. Übrigens noch wichtig zum Thema entspanntes Fahren, der Spurhalteassistent hier im Fahrzeug, der ist wirklich gut abgestimmt. Der hat mich während meiner ganzen Fahrt nicht ein einziges Mal gestört. Bei vielen anderen Autos schalte ich den gerne aus, weil er doch hier und da zu viel regelt. Ist hier nicht der Fall, auch hier auf der Landstraße mit diesen vielen engen Kurven. Überhaupt kein Problem, von daher ein wirklich gutes und dann eben auch hilfreiches System. Was haltet ihr denn eigentlich von der Idee, ein Cupra mit Plug-in-Hybrid-Antrieb? Ist das was, was für euch passt oder sagt ihr, nee, ich finde, Cupra sollte Benziner haben und sonst nichts? Schreibt doch mal einen Kommentar, damit wir alle wissen, wie ihr zum Thema Plug-in-Hybrid und Cupra steht. Das maximale Kofferraumvolumen für unseren Plug-in-Hybrid, das wird angegeben mit 450 Litern bei aufgestellter Rückbank. Ihr könnt die Rücksitze komplett umklappen, das ist hier geteilt möglich und zwar im Verhältnis 40-20-40, was super flexibel ist. Außerdem könnt ihr auch die Rücksitzbank noch verschieben, um da so ein bisschen zu variieren, ob ihr mehr Platz im Innenraum oder mehr Platz im Kofferraum haben wollt. Leider gibt es noch keine Volumenangabe für das Fahrzeug, wenn die Sitze komplett umgeklappt sind. Das müssten wir gegebenenfalls nachreichen, sobald der Hersteller es zur Verfügung stellt. Wichtig wäre noch zu wissen, wenn ihr keinen Plug-in-Hybrid fahrt, dann sieht es hier unter dem Ladeboden, den ihr anheben könnt, komplett anders aus. Denn hier haben wir bei uns ganz groß die Batterie und nur sehr wenig Platz. Fahrt ihr einen Benziner, dann habt ihr insgesamt sogar 540 Liter Laderaum bei aufgestellter Rücksitzbank. Liegt einfach daran, dass dieser Platz da unten dann frei würde und dann hättet ihr auch den variablen Ladeboden. Außerdem noch interessant, wir haben hier einen recht ebenen Übergang von der Ladekante zum Ladeboden, haben rechts und links hier im Kofferraum noch kleine zusätzliche Staufächer und wer möchte, kann mit dem Fahrzeug einen Anhänger ziehen. Die maximal gebremste Anhängerlast für unseren Plug-in-Hybrid, die wird angegeben mit bis zu 2 Tonnen. Die maximale Stützlast der Anhängerkupplung, die beziffert Cupra mit bis zu 80 Kilogramm. Zum Ende unserer Fahrt schauen wir nochmal auf das Thema Verbrauch. Wenn wir uns erinnern, unser Fahrzeug ist angegeben mit 0,4 bis 0,5 Liter und 17,6 bis 19 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Wenn ich jetzt hier mal ins Cockpit schaue, dann sehe ich dort, wir sind fast 300 Kilometer unterwegs gewesen und wir haben einen Durchschnittsverbrauch, der wird angezeigt mit 5,5 Liter. Die Fahrbatterie ist leer und was wir aber wissen müssen ist,
Cupra sagt, selbst bei entladener Batterie sollen wir rund 6 Liter auf 100 gefahrene Kilometer verbrauchen. Ich finde von daher diesen angezeigten Wert völlig in Ordnung, zumal wir auch zwischendurch wirklich mal flott unterwegs gewesen sind. Es ist natürlich nicht der Datenblattwert, aber das habe ich auch so nicht erwartet. Wichtig ist, diese Werte sind abgelesen und nicht gemessen. Was mich aber auch noch interessieren würde, ist, was haltet ihr von dem Verbrauch? Ist das für euch okay? Ist das zeitgemäß für so ein Plug-in-Hybrid? Oder sagt ihr, nee, der dürfte gerne weniger verbrauchen. Bei so einer Fahrstrecke mit einer vollen Batterie losgefahren, da wäre ein bisschen weniger schon schöner. Schreibt doch mal im Kommentar, damit wir alle wissen, was ihr vom Verbrauch unseres Cupra Terrama haltet. Wenn ihr euch für einen Cupra Terrama interessieren solltet, dann müsst ihr aktuell mindestens rund 43.000 Euro einplanen. Dafür gibt es die Basisvariante mit dem 1,5 Liter ETSI mit 150 PS. Möchtet ihr mehr Leistung mit dem 2 Liter Motor mit 265 PS, dann wäre das der Cupra Terrama VZ. Das Fahrzeug fängt allerdings erst an bei rund 55.800 Euro. Unserer hier als Plug-in-Hybrid, das ist dann auch wieder ein VZ, weil er den großen Plug-in-Hybrid hat, der startet dann tatsächlich erst bei rund 56.300 Euro. Aktuell gibt es noch die sogenannten America's Cup Sondereditionen, allerdings nur von den beiden größeren, also dem Plug-in-Hybrid und dem großen Benziner. Die sind jeweils rund 3.000 Euro teurer als das Basismodell. In den Türen hier vorne auf der Fahrer- und Beifahrerseite finde ich normal dimensionierte Ablagen. Da passt auf jeden Fall das Nötigste hinein. Schaue ich in die Mittelkonsole. Da gibt es im vorderen Bereich ein schräges Fach, da ist das induktive Laden untergebracht. Darüber finde ich zwei USB-Anschlüsse. Gehe ein Stück nach hinten, dann gibt es hier zwei Becherhalter und auf der linken Seite dann nochmal ein kleines Ablagefach. Dann kommt die Mittelarmlehne, die kann ich zwar nicht verstellen, aber ich kann sie aufklappen. Und darunter finde ich dann nochmal ein vernünftiges Ablagefach. Allerdings ist das relativ tief und da kommt man nicht so einfach dran. Das ist eher etwas, was man im Stand machen sollte. Dann gibt es hier vorne noch ein normal dimensioniertes Handschuhfach. Und auf der Rückbank, da finde ich neben den Sitzen kleine Ablagen. Ich finde in den Türen natürlich Ablagefächer. Und dann gibt es noch Becherhalter in der runterklappbaren Mittelarmlehne. Und für die Passagiere im Fond zudem zwei USB-Anschlüsse auf der Rückseite meiner Mittelkonsole. Das war sie, meine Probefahrt im neuen Cupra Terrama mit dem 272 PS starken Plug-in-Hybrid an Bord. Und ich finde, das ist ein typischer Cupra, denn er sieht von außen und innen aus, wie ein Cupra aussehen muss. Der bietet außerdem vernünftige Platzverhältnisse und das Fahren macht genauso viel Spaß, wie ich mir das von einem Cupra wünsche. Außerdem könnt ihr hier mit dem Plug-in-Hybrid auch lange Strecken rein elektrisch und vor allen Dingen auch super komfortabel unterwegs sein. Und deswegen mein Tipp, sucht ihr ein sportliches SUV, das aus der Masse hervorsticht, dann fahrt den Terrama auf jeden Fall mal Probe. Mich würde es freuen, wenn euch das Format gefällt. Wenn das ist, lasst gerne ein Abo und oder ein Like da, denn dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Fahrbericht hier bei die Autotester.